Willkommen zur Formel 1 Mega Season. Wir sind diese Woche in China und ich freue mich extrem, denn das Rennen wird ziemlich spaßig werden. Anders wie in der realen Formel 1 haben wir aber hier kein Sprintrennen, denn ich habe auch noch das alte Formel 1. Wir haben 5,4 Kilometer, 16 Kurven und 2 DRS, sondern die Strecke an sich erinnert an den chinesischen Schriftzug Shang. Also das wollte ich mal nur so raus haben. Und ja, ist an sich eigentlich eine Top-Strecke. Das letzte Mal war die Formel 1 tatsächlich vor 5 Jahren hier, 2019. Viel Zeit ist seitdem vergangen, viele Sachen sind passiert, viele Weltmeister wurden geboren und auch eine Pandemie überstanden. Jetzt einmal hier rein in meine Streckenakklimatisierung. Die beginnt jetzt hier. Wir gehen in Turn 1 rein, die Schneckenkurve. Eine tolle, tolle Passage, wirklich. Eine 1A-Kurve, die wird immer nach oben hin höher und enger. Du musst immer näher an den Curb drankommen und natürlich auch versuchen, hier den Turnaround zu finden und dann auch noch gut in die zweite Kurve reinzugehen. Falls ihr mehr Details zur Strecke haben wollt, schaut gerne um rechts bei. Ich habe euch auch die Playlist zur Hotlap. Ja, ich habe euch die Hotlap verlinkt und auch die Playlist, aber auch zur Mega-Season. Abonniert doch gern kostenlos den Channel, während wir hier durch meine Lieblingskurve der Strecke fahren, Turn 7, eine Vollspeed links, die aber mittendrin zu einer Vollspeed rechts wird und dann kommen wir zum schlimmsten Teil der Strecke, die Mittelsektorkurven. Diese Doppel-Linkskurve ist tatsächlich ein ganz, ganz schwieriger Faktor hier. Da komme ich ein bisschen Ticken weit hinzu neben die Strecke. Man hat da wirklich auch einiges geändert. Vor allem hat die wichtigste Änderung, also in der letzten Kurve, das Kiesbett beim Sprint gestern für einigen Diskussionsstoff gesorgt, beim Sprint Qualifying, aber dazu später mehr. Wir werden auch natürlich auch ein bisschen auf das Qualifying eingehen. Jetzt hier die lange Geraden und dann sind wir schon bei einer Hairpin oder bei dieser Haarnadelkurve. Eine tolle Kurve, hat doch echt eine sehr interessante Form, wenn ich mir da diesen Körper angucke, der ist dann auch nochmal irgendwie ausgefräst und hier rechts gibt es dann neuerdings ein Kiesbett. Wie gesagt, da hat es nämlich echt für einigen Wirbel gesorgt, wobei ich jetzt gleich mal in meinen Sprint springe. Wir gehen auch hier in das Rennstrategieprogramm, das ist perfekt, ein bisschen zum Quatschen. Was soll ich sagen, der Sprint-Shootout, wie er damals hieß, oder jetzt einfach nur Sprint-Qualifying, war einfach top. Er war sehr spannend, aber auch unerwartet, denn wir hatten zu Q1 schon den Ausschied von Yuki Tsunoda, was mir echt leid tut für den Japaner. Denn der hätte echt ein bisschen weiter nach vorne, den hätte ich es mehr gewünscht. Aber gut natürlich für Ricardo, dass der quasi das erste Mal ihn ausqualifizieren konnte. Ja, weiter vorne wurde es dann echt spannend, denn zu Q3 hin, also in Q2 ist dann mal ganz überraschend Russell ausgeschieden. Und da dachte ich mir schon, puh, Mercedes wird gar kein gutes Qualifying haben. Aber es begann dann tatsächlich Ende Q2 zu regnen und es war wirklich ein Rutschpartie. Verstappen sagt, es war wie auf Eis zu fahren und so hat es auch ausgesehen. Der hatte kein gutes Qualifying, ist nur 4 beendet. Alonso auf 3 und vorne wurde es interessant, denn Hamilton haut nach nur 1 oder 2 Runden, also der hat wirklich ewig an der Box gestanden, dann nach nur 1-2 Runden haut er da die schnellste Rennrunde raus, aber Lando Norris war da noch einmal 1,2 Sekunden schneller. Dann wurde die Runde allerdings gestrichen, wegen Track Limits. Dachte man, er ist nämlich in der letzten Kurve in diesen Kiesbett rausgefahren, war eigentlich ein klarer Track-Limit-Verstoß, aber natürlich, ich meine, es ist Kiesbett, Leute, das kostet sowieso mehr Zeit, als es bringt. Rein rechtlich wäre es natürlich Track-Limit gewesen, aber natürlich hat man das widerrufen und hat das Ganze dann zurückgegeben. Somit wird also auch Lando Norris von ganz vorne starten und eine größere Überraschung auch Sainz auf den 6. Platz und Leclerc ist tatsächlich in diesem Qualifying gecrashed, hat sich da so ein bisschen die Lenkung verbogen, ist natürlich nicht schön für ihn, aber das muss er sich jetzt natürlich im Sprint selbst ausmachen. Was denkt ihr, wer wird den Sprint auf jeden Fall gewinnen? Da bin ich sehr gespannt. Wir sind auch schon in der 4. Runde mittlerweile, in der 5. Runde mittlerweile. Und ja, das macht hier tatsächlich unnormal Bock. Mit jeder Runde wird der Shanghai Circuit besser und besser. Aushängeschild natürlich diese runden Dächer, was glaube ich im Starkregen gestern absolut gar nichts gebracht hat. Also so ein Dach tatsächlich auch auf Startziel. Da hast du ja zwar dieses Riesendach, das auch in das Media Center rübergeht. Wenn wir jetzt hier kurz warten, da hast du dieses Riesendach, doch das hat Löcher, wenn wir uns das angucken. Also auch eine ziemlich interessante Wahl
Vielleicht ist da aber auch Glas drin, das sehe ich von hier nicht. Das war's dann noch. Wir haben mit den gelben Reifen hier mal aktuell die schnellste Rennrunde in den Asphalt gebrannt. Und da bleiben wir auch. Das bedeutet auch, wir werden unsere KI-Schwierigkeit 95 um 2 Klicks raufdrehen müssen, okay. Denn sonst wird das nicht stark werden. P1, jetzt noch einmal dürfen wir uns auch rantasten an das Qualifying. Ich gehe in mein Qualifying-Sim. Wir gehen in Turn 1 hier rauf, immer wieder mit dem Gas runter, immer wieder einen Gang runter schalten. Boah, das war nicht gut, da liegen locker noch 1-2 Zehntel. Hier raus beschleunigen, schnell viel Schwung und natürlich auch schnell aufs Gas gehen und dann runter in diese, in diesen ersten härteren Bremspunkt, links ein bisschen mehr über den Körper nutzen, eine ganze Strecke ausnutzen. Beim Rausbeschleunigen nur nicht zu stark oder zu schnell die Lenkung aufmachen. Turn 7, ja, ist eigentlich selbsterklärend, einfach das Gas voll durchdrücken und halbwegs auf der Ideallinie bleiben. Dann hier auch immer wieder ein bisschen Gas rausnehmen, aber ich möchte euch natürlich noch nicht die ganze Runde zeigen. Es war die ganze Runde. Es war die ganze Runde. Ja, der Cut war mies schlecht gesetzt, muss ich sagen. Und dann geht es hier in diese zweite schneckenähnliche Kurve, nur diesmal andersrum wie in Turn 1. Man fährt hier links rein und dreht sich dann rechts raus. In Turn 1 fährt man dann rechts rein und dreht sich dann links raus. Und dann kommt eine 1209 Meter lange Geraden. Und tatsächlich ist die vergleichbar mit Mexiko und vor allem ist die auch vergleichbar mit Baku, aber natürlich ohne Turn 20, also ab Turn 20 dann bis Turn 1. Aber wir wissen ja, mit diesem Vollspeed-Anteil ist man da bei knappen 2 Kilometern in Baku dann. Jetzt aber mal hier 1,5 Sekunden konnte ich noch einmal finden aus der letzten Kurve raus. Auch noch richtig Zeit gut gemacht und das ist die Abstand schnellste Rennrunde aktuell mal. Aber natürlich hat das noch nichts zu bedeuten, denn es waren nur Tests. Es ist nur ein Training gewesen, ein freies Training, man muss nicht fahren. Es ist dann tatsächlich hier interessant zu sehen, was passieren wird. Wer sich da die Pole holen wird. Und jetzt noch einmal ein herzliches Willkommen zum Qualifying in unserer F1 Mega Season 2024. Ich bin mega hyped. Und auch bei uns ist Regen tatsächlich angesagt am Ende des Qualifyings. Also parallel ein bisschen. 5451 Meter hat eine Runde. Wir haben 2 DRS-Zonen, 16 Kurven und eine Strecke, die tatsächlich sehr, sehr spaßig sein wird. Da haben wir also die Boxengasse und es ist schon so ein bisschen, ja, mies Wetter. Es ist also richtig ekelhaft. Es ist fürs Qualifying bewölkt. Aber am Ende kann es auch zu einigen Schauern kommen. Mal gucken. Mal gucken, wie das ausgehen wird. Jetzt aber mal los in die schnellste Rennrunde rein. Wir sind mit Charles Leclerc unterwegs. Vielleicht schaffen wir es ja, diesmal Max Verstappen auszuqualifizieren. Oder vor allem auch im Rennen morgen ihn ein bisschen zu ärgern. Vielleicht können wir da auch mal endlich was gewinnen. Ich bin auch sehr gespannt, wie das morgige Rennen der Formel 1 verlaufen wird. 9 Uhr ist der Start, der Sprint, ja, 5 Uhr früh. Der war heute dann schon ein bisschen früh, also würde ich mal sagen. Aber mal zurück zum Renngeschehen hier. Jetzt aus der Halleluja, da rutschen wir. Ich wollte sagen Haarnadelkurve, das ist gar keine Haarnadelkurve. Jetzt sind wir in der Haarnadelkurve drin. Und ja, natürlich, ich kann euch nicht die kompletten Runden zeigen. Eine Runde dauert hier über 1,5 Minuten, also das funktioniert nicht. In meiner Hotlap bin ich, by the way, eine 1,31,0 gefahren. Da sind wir hier weit von entfernt. Ich bin zwar mit dem gelben Satz gefahren, das mich überraschenderweise mit der 1,34,7 auch an die Spitze bringt. Ja, hier den Quersteher und da müssen wir aufs Gras raus. Das ist nicht gut. Da gehen wir mal auf Nummer sicher und nehmen den richtigen Notausgang ab in die Box. Jetzt zweite Runde, zweiter Versuch. Ich darf mich auch noch einmal mit den roten probieren. Aber wir haben uns den ganzen roten Reifen jetzt Satz gespart. Denn ich habe ja den einen jetzt für den ersten Run nicht gebraucht. Wobei ich ehrlich gesagt gerade nachdenke, das war eher unnötig. Wir sind hier eigentlich erster Platz. So etwas hätte ich vermutlich in FP, also in Q2 machen sollen. Aber gucken wir uns das mal an. Erster Panocon, danke, dass du von der Ideallinie runtergegangen bist. Da bin ich echt sehr froh drüber. Ich meine, du bist ja nicht auf deiner Outlap. Nee, Höhlt Magnussen auch vorbei. Und hier mitten in Turn 7 auch noch der Hülkenberg. Und der Gasly, oh mein Gott, Leute. Die Kurve nicht ordentlich erwischt und dann fast der Crash hier. Halleluja, die Alpine haben mir es heute angetan aus dieser schrecklichen Kurve raus.
Und dann hier der nächste. Es ist Norris und er bleibt einfach stehen auf der langen Geraden. Das ist einfach nur traumhaft. Das Gute ist, dass mir hier der Williams einen kleinen Tow geben wird. Ja, ich komme hier ganz, ganz rutschig raus aus der Kurve. Aber das ist wirklich tatsächlich insane, wie viele Leute wir auf meiner schnellen Runde wohnen mussten. Und Sargent bleibt einfach auf der Geraden, nimmt dann Gas raus und bleibt quasi stehen. Aber der nächste gönnt mich hier direkt im Windschatten. Guan Yu Zhou. Und wir finden hier gleich nochmal eine halbe Sekunde, wenn ich das hier nicht komplett wegwerfe. Ja, sie haben es eigentlich alle halbwegs gut gemacht. Doch mit Norris war ich nicht ganz so zufrieden und vor allem auch vorher. Da hinten wird es jetzt ordentlich nochmal gelb. Ja, jeder will nochmal drüber und eine schnelle Runde drehen. Wir haben noch 1 Minute 20 und es ist eine leichte Verbesserung. Jetzt gehen wir hier direkt ins Q2 rein, werden mit den angefahrenen Satzreifen reingehen ins Rennen. Und ja, hoffen, dass das was werden wird. Hoffentlich. So, da, hier jetzt sind wir jetzt auch schon mit dem angefahrenen Satz. Aktuell noch werden wir nicht gewertet, aber es ist natürlich wichtig, hier eine gute Position zu haben und vor allem auch überhaupt mal ins Q3 zu kommen, um dann von der Pole mitreden zu können. Natürlich jetzt hier runter war bis jetzt eine saubere Runde, würde ich mal sagen. Hier den nicht zu spät bremsen, da komme ich auch gut rein in die Kurve. Ja, hier immer so ein bisschen komisch an der Linie bin ich beim Exit. Das fällt mir auch schon auf. Aber generell muss ich sagen, war auch nie 100% zufrieden mit dem Setup. Und jetzt, ja, die Uhr bleibt bei 4/10 Rückstand. Also ja, der angefahrene Satz, auch wenn er nur eine Runde am Buckel hat, weil ich schnelles Rausfahren genommen habe. Also fliegende Runde, da hast du 2% Reifen oder so. Also auch wenn der nur eine Runde auf dem Buckel hatte, muss ich sagen, ist 4/10 schon enorm. Also wirklich enorm. Jetzt heißt es natürlich pokern oder nicht. Oh, das ist auch cool. Red Bull, Ferrari. Und dahinter Stroll, der auch nie im Leben damit vorne mitreden würde. 94.000stel war ich sogar schneller in Sektor 1. Aber wo sind diese verdammten 4/10 her? Das ist ein großes Rätsel. Ich probiere es jetzt mal nochmal, aber merke auch, das funktioniert gar nicht. Ja, mal warten, abwarten, Tee trinken. Vielleicht reicht es dann doch mit dem angefahrenen Satz hier durchzukommen. Aktuell noch 3. Platz. Wir machen mal ein bisschen schneller und drücken ganz, ganz fest die Daumen, dass das reichen wird. Aber es schaut gut aus. Es sieht sehr, 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 sehr gut aus, dass ich hier mit den 3,5 Zehntel Rückstand, also 386, oh mein Gott, da sind wir nochmal weit runtergegangen. Da war es dann tatsächlich knapp. Und das Sainz war eine 1000stel schneller als Verstappen. Das ist mal knapp. Das ist mal knapp, Leute. Und jetzt heißt schnell rausgehen, denn rechts oben sehen wir schon auf diesem Laptop, es ist, ja, Regenwetter angesagt. Es wird regnen in 0 Minuten. Bedeutet auch natürlich direkt den frischen Satz Ruderreifen raufklatschen. Und ich fahre selbst raus, denn da kann ich tatsächlich nochmal die ein oder andere Sekunde schneller fahren, als die KI dann auf ihren Schonprogramm fahren würde. Das ist mir persönlich wichtiger, als ob ich da diesen einen oder anderen Prozent Reifen ja noch behalte. Das brauche ich ehrlich gesagt nicht. Ich gehe direkt aus der Box raus, Leclerc, und wir sind jetzt in der schnellen Runde, Leute. Das könnte unser einziger Run werden, also drückt uns unbedingt die Daumen, jetzt muss es sitzen. Wie es auch gestern im Sprint Qualifying gesagt wurde, this could be our one shot, Leute. Und das muss sitzen. Jetzt hier runter, guter Exit, hier nicht zu weit über den Curb drüber. Ja, das Auto ist leicht zickig. Wenn man zu schnell zu viele Gänge reinhaut, dann kommt der direkte Übersteuerer. Das ist tatsächlich so ein bisschen Manko, auch generell in F1 23. Hoffe natürlich, dass das auch ein bisschen geändert wird. Und hier dann, zack, lange links. Turn 7 und nein, Leute. Nein, 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 nein. Das war absolut nicht das, was wir jetzt gebraucht haben. Das ist nein. Und auch hier, die Runde hat den ein oder anderen Manko drinnen. Reicht es dennoch, um mich weitmöglich vorne zu qualifizieren? Es hatte nur ein paar Zehntel gekostet. Aber waren das die entscheidenden paar Zehntel, die uns hier tatsächlich zur Pole Position oder ja, vielleicht auch zu einem tollen Platz kosten werden? Top 3 wäre auf jeden Fall mein Ziel, der Red Bull.
ist zwar stark, aber ich weiß auch, dass der Ferrari gerade in F1 23 ein sehr starkes Auto ist. Lewis Hamilton mit einer 1.34.2 und wir sehen, die Zeiten werden auf jeden Fall besser. Wir waren nämlich schon bei einer 1.35.7, also das wird auf jeden Fall viel, viel besser. Meiner Meinung nach echt weird, dass wir so langsam quasi sind. Austurn 16 raus, das DRS noch einmal aufdrehen und es reicht. Aktuell mal, um Erster zu sein. Sprich, der Rutscher hat nicht so viel gekostet. Aber Leute, aber, ich werde noch einmal versuchen rauszugehen. Wir nehmen aber den frischen Satz. Ja, Verstappen war nochmal ein Ticken schneller. Es geht in die letzte Runde rein. Es ist auf jeden Fall Rain Expecting. Also noch einmal alles raushauen. Es geht über die Ziellinie hier. Und wir starten rein in unseren finalen Run. Qualifying China Grand Prix 2024. Turn 1, Gas rausnehmen. Hier, Halleluja. Da war ich sehr spät auf der Bremse. Ich will natürlich die eine Zehntel, diese zwei, drei Zehntel, die mir da fehlen, die will ich noch einmal finden. Hier bleiben wir enger mal beim Rausbeschleunigen. Eine Zehntel waren wir langsamer. Das ist noch okay. Qualifying ist bereits beendet. Regen hat noch nicht eingesetzt. Ich glaube, das könnte eine Finte gewesen sein. Vielleicht spielt auch so ein bisschen dieser Wetterbericht. Ist auch nicht immer hundertprozentig klar hier. Und Full Speed links. Wir haben aber 5 Zehntel im Delta, was tatsächlich hier richtig, richtig, und es regnet. Es hat gerade angefangen zu regnen, doch so schlimm kann es nicht werden. Doch Leute, ich rutsche nur noch herum. Wir haben über 3 Sekunden Rückstand. Es gibt kaum Verbesserungen und ja, ich entscheide mich für die einzige richtige Entscheidung. Ich entscheide mich für die einzige richtige Sache und gehe einfach hier in die Box und lasse es gut sein, wie auch alle anderen hinter mir. Die brechen alle ab. Es ist unfahrbar geworden, gerade in Sektor 3. Da war es richtig, richtig nass und mit den Slicks bist du da richtig aufgeschmissen. Ja, leider. So war es dann nur eine große Chance. Ich hätte ohne den Fehler wären wir da vielleicht sogar noch näher dran an Verstappen gewesen. Mit diesem Fehler, ja, ist es dann leider, leider nur der zweite Platz. Sollte sich niemand mehr verbessert haben, wovon ich eigentlich stark ausgehe, ist es P2. Steht doch hier im Lenkrad, oder? Steht es hier im Lenkrad? Doch, nein, Runde 2 steht nicht drauf. Wir gucken uns nochmal schnell das Final Klassement. Schaut gerne auf TikTok, itz_tobi vorbei und auch gerne auf Instagram. Links sind wir alle unten in der Bio. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Verstappen, boah, der war fast 3 Zehntel schneller. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich gerne über ein kostenloses Abo freuen und ein Däumchen hier oben. Wir sehen uns hoffentlich morgen hier wieder zum Rennen der Mega-Season. Das wird echt ein spannendes Rennen werden. Und bis dahin, schaut auch TikTok vorbei, da kommt viel Stuff rund um China online. We'll be right back.